Hey, wir verschicken eure T-Shirts! Yay! Hey. Freunde! Josef hat voll Spaß mit T-Shirts Pakete packen. Soll ich den Knaller zünden? Hey, zünd die Knalle! Irre! Guck mal, Josef, mal Crystal Meth! Ja, Bitch! Jetzt wisst ihr endlich, wie wir das die ganze Zeit hier in der Küche überleben. Was ist diese Problematik mit den ganzen Flüssigen? Es ist super haarig, wenn ich hier rangehe. Haarige Flüchtlinge. Unser Tagesthema heute. Was halten Sie von Haaren? Ich spreche nicht, Idioten. Au! Wow! Hi Leute, Josef erzählt euch jetzt alles, was in letzter Zeit so Schönes passiert ist. Nichts. Das war nicht viel. Ja, wir haben eure T-Shirts verschickt. Wenn ihr das schon gesehen habt, am Anfang des Videos eventuell. Endlich. Ich hoffe, sie sind alle schon angekommen. Und ja, der Wagen wird gerade umgesprüht. Und das dauert schon jetzt, weiß ich gar nicht, anderthalb Wochen oder so. Und ich hoffe, wir kriegen bei mal zu Gesicht. Ja, ist auch nicht angemeldet. Ist auch noch nicht angemeldet, weil das irgendwie total kompliziert ist. Also es dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Ja, und wir hatten ein schönes Konzert. Ein paar Auftritte davon seht ihr auch im Video später noch. Und zwar war der Rick Krüger hier. Und die nächsten sind auch schon angemeldet, nämlich... Esko. Was machen die denn so für Musik? Beachmusik oder so. Also so ein bisschen Rap und auch so ein bisschen poppig. Und Gitarre. Also Rob. Das war ich nicht. Also Pop, Beach, Rap, Musik. Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Verlinke ich euch unter dem Video und dann kommt auch noch eine. Ist sie schon fest? Eine Ivy? Ja, ist noch nicht fest. Ist noch nicht fest. Achso, okay, also das sagen wir später nochmal dann. Ja, und wir werden auf dem Weihnachtsmarkt sein in Rostock, aber nicht auf diesem großen, krass überfüllten Weihnachtsmarkt, den alle so kennen irgendwie, sondern auf einem kleineren am Kanonsberg, und zwar in dem Sternzelt, so heißt das glaube ich, werden wir ein paar kleine Besonderheiten anbieten, genau wie all die anderen da, um einfach mal ein bisschen einen Kontrast zu dem üblichen Weihnachtsmarkt mit Bratwurst und Glühwein zu bieten. Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Also wenn ihr keinen Bock habt auf überfüllten Weihnachtsmarkt, dann ja, wäre das auf jeden Fall das Richtige für euch. Kommt zu uns! Kommt zu ihm. Kommt auf die gute Seite des Essens. Ja, freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Mal gucken, was das wird. Ja, ansonsten viel Spaß mit dem Video, was ich hier noch zusammenschneiden werde von dem Konzert und von anderen. Ach, das wird verrückt. Sachen. Das wird sehr verrückt auf jeden Fall. Viel Spaß damit. Tschüss! Ich bin Rick Krüger, komme ursprünglich aus Wilhelmshaven an der schönen Nordseeküste, wohne jetzt seit 6 Jahren in Stuttgart und habe mich entschieden, ich komme heute Abend mal hier kurz vorbei, weil das so schön auf dem Weg liegt, zwischen den beiden Städten. Es war fast kein Umweg. Bin auch nicht extra noch nach Frankfurt gefahren, damit heute der Weg kürzer ist. Habe ich definitiv nicht getan. Und ich nenne das Ganze Crossfolk, weil ich sehr gerne verschiedene Folk-Szenen aus Europa mische. Goodbye, everybody. I close the door, it makes me smile. I go away for a little while. From the house I call my home. To the white bird on the wall. I say goodbye and walk away. We will meet on another day. But for now I leave this town. I wanna be just on my own. Now
never make it too. I'll leave you all and walk away into the light of a brand new day. Goodbye, everybody. Irgendwas Schlaues sagen. Ich habe keine Zeit. Der Kanal wurde offiziell übernommen von Matthias und mir. Einer ist sowas von raus jetzt. Schön genüsslich eine fette Möhre puffen. Zirotte rauchen. Zigarotte. Ja, ich kann das jetzt ja auch fix abschneiden. Hier, das wird so gemacht nämlich. Habe ich nämlich im Mund gehabt. Macht man nicht, ist unhygienisch. Ich habe aber auch nicht. Das folgende Stück ist ein mazedonisches Volkslied. Und es geht ums Leben. Und zwar Dimna Juda ist als Sinnbild für das Leben gedacht. Und Dimna Juda nimmt sich junge Männer im heiratsfähigen Alter und baut daraus ein Haus. Und junge Mädchen im heiratsfähigen Alter und baut daraus ein Dach. Und das soll eigentlich nur ausdrücken, dass das Leben sehr hart zu allen Menschen ist. Und das ist das Stück Dimna Juda. Ich habe es gemischt mit einem Stück aus Frankreich, dem Maître de Maison. Das ist ein Tanzstück. Also wer zufällig eine Braune tanzen kann, darf gerne aufspringen und sofort lostanzen. Geht allerdings relativ schnell rum, also daher. Se devo chiamare Mazenie, Dimna Juda.
Na planina mamo na blaina, na planina mamo na blaina. Nicht. Ist der Ton an? Jetzt ist. Ach nee, warte. Jetzt ist der Ton jetzt an. Jetzt ist der Ton an. Wir haben vorhin gefilmt ohne Ton. Du hast gefilmt ohne Ton. Ich hab gefilmt ohne Ton. Ich hab so gute Sachen gesagt. Ich hab so gute Sachen gesagt. Sie hat Wein aufgemacht. Ganz schnell hinterher, lass uns ordentlich Wein trinken. Lass uns diesen Laden hier, diese Kombüse hier, lass den mal ausrauben. Los! Glaubst du, der Wein ist hier nicht? Ist egal! Ihr habt Wein da? Seid ihr hier diese grüne Kombüse? Was genau wolltest du mir sagen? Wir wollen Wein klauen. Den Weinkeller wollen wir leer machen. Keller? Ja, sowas haben wir nicht. Wir sind hier in der verkehrten Location. Na gut, kochen mal weiter. So, soll ich jetzt einen Abschluss machen, wie einer das noch? Nee, ich kann das nicht. Und wie fandest du das Konzert, Matthias? Ich hab nicht so viel davon mitbekommen. Gut. Ich hab den Dudelsack gehört, ja, aber sonst. Guck mal, hörst du jetzt viel, wenn du hier drin stehst? Ich höre jetzt Radio. Ja. Aber hat er gut gemacht, der Dick. Ja? Ja. Schön. Hat er gut gemacht. Huh.